Ja, hi Leute, ich habe es ja schon oft gesagt, die Arbeitswelt ist im Wandel. Heute nehme ich euch mal mit, gebe euch ein paar Einblicke, was ich mit der Covestro AG für Auszubildende mache. Ich bin da in der Funktion als Coach, unter anderem mit der Academy zusammen. Wir testen da Blended Learning Konzepte. Es wird auch ein bisschen um Mathematik natürlich gehen, aber auch um Lernen. Wie kann ich mir Wissen aneignen? Wie kann ich Social Media nutzen mit entsprechenden Tools, um auch Innovation voranzutreiben? Ich freue mich, heute ist Kickoff-Veranstaltung. Wir sind an verschiedenen Standorten und schauen wir mal, was passiert. Für mögliche Konzepte auch. Zu euch nach Hause. Amazon Prime. Wer ist Amazon Prime-Kunde? So, mal ein kurzer Zwischenstand. Wir waren in Uerdingen. In Dormagen sind wir jetzt gerade. Es geht gleich nach Leverkusen. Da haben wir heute die letzte Station, schon mal jetzt einen Zwischenbericht. Ich habe jeweils immer einen Vortrag gehalten, immer so eine halbe Stunde, 40 Minuten. Bisschen versucht, noch deutlich zu machen, was passiert in den nächsten 5 Jahren, arbeitstechnisch, kommunikationstechnisch und damit dann natürlich auch einhergehend lerntechnisch. Lernen über Videos, lernen über Chatroom, lernen über vor Ort, alles in Kombination. Wie können wir auch Ideen von den Auszubildenden aufnehmen und dann vielleicht auch sogar umsetzen und vorantreiben. Super interessant. Ich liebe es ja, wenn ich dann nach dem Vortrag hinterher in Frage-Antwort-Runden gehen kann. Immer alles rausballern. Ihr könnt natürlich auch hier drunter schreiben, wie sieht es aus. Ich versuche auf möglichst viel zu reagieren und weiterzugeben und auch jetzt auf Dauer natürlich weiter coole Infos zu geben. Ja, wie sieht die Zukunft aus, eben nicht nur vom Lernen, sondern eben auch vom Arbeiten? Worum müsst ihr euch kümmern? Was könnt ihr alles umsetzen? Was ist das einfach für ein geiles Zeitalter auch für euch, wenn ihr entsprechend das Internet, soziale Medien auch nutzt, um euch Wissen anzueignen? So Leute, letzter Standort durch. Ihr seht schon ein bisschen mehr Hörsaalatmosphäre im dritten Standort heute. Ich konnte es nicht sein lassen. Ich habe ein bisschen Mathe an die Tafel geschrieben. Da ging es aber nicht hauptsächlich drum, sondern war nochmal sehr interessant, sehr kritische Blicke, auch sehr kritische Fragen. Wo geht das Ganze eigentlich hin? Es gibt nun mal eben nicht die eine Nonplusultra-Lösung, wie man jetzt auf Zukunft lernt. Ich denke, im Prozess
in der Interaktion dann mit den Auszubildenden vor Ort durch das Aufnehmen von Feedback werden wir da interessante Sachen entwickeln können. Schaut gerne in meinen Netzwerken vorbei, da halte ich dann euch auf dem Laufenden. Da seht ihr auch, wenn ich vor Ort unterwegs bin, was wir so machen. Schieße ich immer ab und zu mal einen Post raus. Und bis dahin, let's rock Mathe, let's rock Bildung.